Ein neues Jahr ist angebrochen. Nun wird es Zeit, beim Finanzamt die Arbeitnehmerveranlagung einzureichen. Haben Sie das schon gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Mache ich so im März umeinander, wenn alles bei denen dann mal eingetroffen ist. Weil die müssen ja die Daten haben vom Vorjahr. Und dann haut das relativ rasch hin. Was mich stört bei der ganzen Geschichte, dass das Arbeitnehmerveranlagung heißt. Wieso kann man es nicht so lauen, wie es früher war, Steuerausgleich? Unter dem Begriff findet man viel schneller was finden. Gell? Bis ich das im Internet gefunden habe, weil ich immer noch Steuerausgleich gesucht habe, dass das Arbeitnehmerveranlagung heißt. Also das stört mir bei der ganzen Sache, aber sonst ist es gut. Noch nicht, aber wir sind dran. Wir suchen unsere ganzen Unterlagen, zeigen wir noch gern die Übung zum Steuerberater ab. Haben Sie es auch schon mal versucht, übers Internet zu machen? Nein, haben wir noch nicht. Wir sind so sehr gut bedient und möchten eigentlich deren Werk so weiter beibehalten. Ja. Ich mache das prinzipiell jedes Jahr, weil ich kriege immer feines Geld zurück. Und wie machen Sie ihn? Schicken Sie den per Post oder auch schon per Internet? Ja, über Internet, ja. Und wieso machen Sie den Steuerausgleich? Glauben Sie, dass Sie da viel Geld zurückbekommen? Es ist mehr oder weniger immer ein bisschen eine Überraschung, aber bisher haben wir eher immer etwas zurückgekriegt. Wir haben mit meist Grenzgänger, umso interessanter ist es. Man weiß viele Sachen eben selber nicht und deshalb sind wir da in sehr guten Händen. Gab es auch schon eine böse Überraschung? Nein, zum Glück nicht. Ich habe immer Geld zurückgekriegt, also ich muss nie was dafür zahlen. Welche Tipps gibt es denn oder beziehungsweise Tricks, um mehr Geld vom Finanzamt zu bekommen? Ja, man muss sich halt den ganzen Beleg oder die ganzen Formulare ganz genau durchschauen, oder? Und wenn man, je genauer das was macht, umso mehr kriegt man halt zurück nachher. Bis jetzt habe ich immer was zurückgekriegt, Gott sei Dank. Ja. Und was sind die Geheimnisse? Wie bekommt man mehr Geld vom Finanzamt zurück? Ja, da muss man sich halt ein bisschen erkundigen, was man als ich bringen kann. Sonderausgaben und so weiter. Da muss man halt, und es sind ja die Punkte angegeben, was man als zum Abschreiber bringen kann. Ja? Also es ist eigentlich nicht schwierig.